Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei RS22 zu einer weiteren Kartenvorstellung. Und ja, hier vorne steht es schon. Wir befinden uns auf der Umbreon Valley. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dies ist ja quasi fast eine reine Forstkarte. Es sind zwei Felder auf der Karte. Ja, das war's. Wie man sieht, der Rest ist Forst. Ist natürlich hinsichtlich auf den nächsten Monat. Ja, eine Karte, die man vielleicht im nächsten Monat vielleicht mehr sehen könnte. Nämlich eine Forstkarte, da ja das große Forst-DLC rauskommt. Ich selber suche ja noch eine schöne Forstkarte und dachte mir, schau sie mir trotzdem mit an. Ich habe ja gesagt, ich stelle eh alle Karten vor. Also gucken wir uns auch immer kurz die Forstkarten an. Und ja, würde mal sagen, wir schauen einfach mal, was der Fuhrpark hergibt. Hier stehen schon zwei Sachen. Kennen wir beide, sind letztes Jahr mit dem Erweiterung, mit dem Forstpack reingekommen, ne? Genau. Forst DLC gab es letztes Jahr auch, da sind ja die Harvester reingekommen. Aber wir schauen uns mal an, was wir an Fahrzeuge haben. Und zwar, wir haben den LKW, den wir gerade gesehen haben, die beiden Forstmaschinen, den Harvester und den Baumrücke zum Verladen. Und ein Trailer. Mehr hat man am Anfang nicht. Man startet hier am. Ich vermute, muss der Shop sein hier, ne? Dort haben wir gleich. Denke ich mal so. Wir sind. Tierhandel ist auch schon mal da. Da sind wir. Genau, hier ist der Shop und das Sägewerk. Fahrzeughändler. Ah ne. Der Wutzstall. Das ist der Shop. Halt, der Stall ist denn hier hinten. Die Ecke. Ach so, das ist kein Stall, das ist hier. Ja, Holzverkauf. Es ist ein Holzverkauf. Ne? Gut, für eine Forstkarte könnte man sich natürlich einen anderen Verkauf einfallen lassen. Aber egal, wir schauen mal weiter. Das ist der Viehhandel hier. Ja. Schnell gemacht, aber halt. Man muss halt ein bisschen Gas geben, um hier Tiere, denke ich mal, zu machen. Aber wir schauen uns das gleich mal alles an. Wir haben eine Tankstelle. Standardtanke. Wir haben die Schreinerei. Ich denke, die meisten würden dann eher hierher ihr Holz verkaufen. Dann haben wir hier das normale Sägewerk. Hier scheint der Hackschnitzelverkauf zu sein. Ich weiß nicht, ob das andere vielleicht eher als. Ja, gut. Es ist eine Verkaufsstelle, sieht aber aus wie ein Lager. Ne? Andere würden das vielleicht als Lager nutzen. Das hier sieht nach einem normalen Verkauf aus. Ja. Das ist ein normaler Verkauf, ist auch kein Silo. Obwohl es wie ein Silo aussieht. Hier ist Palettenproduktion und. Ah ne, Holzverkauf. Normaler Holzverkauf. Gehen wir doch mal weiter. Was haben wir hier Schönes? Ah, das ist die Schreinerei, die wir gerade gesehen haben. Ich glaube, die Karte hat man ganz schnell erkundet. Ja gut, ist ja auch eine reine Forstkarte, da gibt es ja nicht viel zu sagen, ne? Aber wenn man auf jeden Fall langläuft, man sieht erstmal, es sind schon mal die Bäume auf dem Boden. Wir hatten auch schon mal Forstkarten, wo die Bäume geschwebt haben, ne? Aber man kann auch kleine Landwirtschaft betreiben. Man hat hier ein Feld. Zwar nur ein kleines und quadratisches Feld. Aber man hatte auch hier ein Feld. So, dann haben wir hier Verkaufsstelle am Wasser. Quasi für Schiff. Da hat man gleich zwei, würde ich mal behaupten. Ja. Ist das auch eine Verkaufsstelle für ein Schiff? Da sind wir gerade. Mal gucken. Jo. Und einmal wieder die. Gut, ist logisch, ist eine Forstkarte. Also gibt es hier erstmal am Anfang mehr oder weniger Sägemühlen. Was ich schon mal ganz gut finde, im Gegensatz zu den Forstkarten, die man so aus dem 19er kennt, man hat wirklich mehrere Verkaufsstellen für Holz. Und nicht nur eine. Da kann man natürlich immer mal gucken, wo ist der Preis für mich gerade am besten angelegt. Und sonst würde ich mal sagen, kann man hier aber Gas geben und ein bisschen was schaffen. Man kann hier forsten. Wir schwimmen mal hier zur Insel rüber. Klar, da hinten ist natürlich auch ein Weg. Man kann hier forsten. Die Karte ist jetzt auch nicht nur hügelig. Sie hat zwar auch Hügel, wenn man so guckt. Aber nicht nur. Slotsmäßig haben wir gerade gesehen, sind wir am Anfang bei 725. Wir können ja mal alles weggeben, was wir denn am Slots haben.
Also man kann auf der Karte auf jeden Fall, muss ich mal sagen, viel bauen. Wir gehen einmal nach oben, gucken mal so, wie die Landschaft von oben aussieht. Also es ist eigentlich mehr oder weniger, hier ist alles mit Landscaping gemacht, sieht man ja hier diese, wie das hier ausgefasst ist. Das glaube ich ist eher nicht Giants Editor. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie wir sehen, er hat sich auf jeden Fall, es wurde sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Man kann hier, denke ich mal, gucken, ja, hier geht es ein bisschen hoch, runter. Also man kann schon gut forsten hier auf der Karte. Würde ich jetzt mal behaupten. Man kann hier Vollgas geben. Und sich Felder erstellen und. Wie gesagt, man hat auch schon Felder vorgegeben. Es ist jetzt nicht so, dass du hier, wir kennen ja auch Forstkarten. Ja, da brauchst du, kannst du auch nur forsten, da kannst du nichts anderes drauf machen. Auch wenn da eine BGA stand und sowas aus dem 19er. Und das kannst du hier doch schon machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so auf dem ersten Blick von Forst her gefällt mir die Karte auf jeden Fall. Weil Forstprojekt kommt ja definitiv noch auf den Kanal, aber ich habe ja gesagt, mit dem Forstprojekt im 17er warten wir jetzt, bis das erste Expansion da ist, das große Volvo DLC mit Forst. Ob uns die Karte von Giants zusagt oder nicht, ja, wenn nicht, hätten wir hier auf jeden Fall eine kleine, schöne Alternative zum Forstprojekt. Also zu einer Forstkarte, wo wir auf rein Forst arbeiten und die Karte bearbeiten werden. Aber wie das läuft, ob das genauso sein wird, wie wir es im 17er, 19er hatten, im Forstprojekt, weiß ich noch nicht. Ja, schauen wir mal, weil da suche ich auch noch zwei, drei fähige Leute, die mit der Kettensäge um können. Beziehungsweise nicht nur Bäume fällen können, halt auch die Bäume selber verladen können und sowas. Ne? Da suchen wir noch zwei, drei fähige Leute. Und dann sollte das losgehen. Ja, das ist erstmal alles zu dieser Karte. Ach, hier ist der kleine Überblick. Ja, das ist erstmal alles zu der Karte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. An die neuen, lasst ein Abo da. Lasst einen Kommentar da und teilt das Video gerne weiter. Und bevor jetzt wieder kommt, ey, warum zeigst du denn Forstkarten? Und das ist ja auch eine alte Karte. Ich habe gesagt, wir stellen einmal sämtliche Konsolenkarten vor. Dazu gehören halt auch die Forstkarten. Das ist einfach nur ein Projekt rein, was die Forstsachen vorstellt. Nur, Forstsachen, ja genau. Jetzt habe ich den Faden völlig vor. Nein, das ist ein Projekt, das rein Karten für die Konsole zeigt. Da kommen natürlich neue Karten, da kommen alte Karten. Wie gesagt, mal kommt eine brandaktuelle Karte, mal kommt aber auch eine Karte, die wirklich vom Anfang ist, so wie die ist ja auch schon wirklich Ewigkeiten alt. Da gibt es kein System nach, welche Karte wann wo kommt. Und daher einfach anschauen. Hier ist eine Werkstatt drin, das sehen wir gerade noch. Wen es gefällt, einfach anschauen, wegen nicht. Ja, einfach die Playlist ignorieren und vielleicht andere Sachen gucken oder zu einem anderen YouTuber oder wo auch immer hingehen, ne? Gut, länger will ich auch nicht quatschen, weil wir haben hier nicht viel zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.